Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 3. Willkommen in 2019 übrigens. Ich habe ein bisschen die Grafikeinstellungen hochgeschraubt und direkt ist alles am Ruckeln. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Isla Paradiso ist halt einfach schon nervig. Ach ja, das ruckelt echt ungemein stark. Das ist eigentlich überhaupt nicht feierlich. Was willst du? Du willst bestimmt. Nee, du willst duschen. Okay, das akzeptiere ich. Also diese Folge bleiben wir hier ganz gechillt, ne? 2019 ein bisschen genießen und Dingsbobens. Und das Pferd sieht einfach schrecklich aus von der Textur. Was ist denn los? Ein Augenblick. Nee, hier. Ja. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegen könnte. Ist ja eigentlich alles okay. Ist ja auch egal. Ich hoffe, das spielt sich einfach ein. Das Pferd sieht einfach schrecklich aus. Müssen wir uns mit abfinden. Die Penny schön. Wollen Sie mal ausbuddeln gehen? Das wäre, glaube ich, meine Idee hier. Du wirst bald alt. Du auch. Du auch. Na, hallo. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, 2019, hallo, frohes Neues. ich wollte eigentlich fragen, ob wir eventuell die Stadt wechseln wollen, ob ihr da überhaupt Lust drauf habt. Ja, nein, vielleicht, das ist, trinken habe ich schon gemacht. Ja, nein, vielleicht, ist euch überlassen. Ja, irgendwie, also, ja, die Grafik ist okay, ist jetzt nicht gut, aber ist okay. Frank ist am Schlafen. Wir erfüllen kurz dir den Wunsch. Also Frank, wecke ich mal kurz auf. Wir erfüllen uns eben kurz den Wunsch. Da. Mach mal, dass keiner das sieht, keiner das mitbekommt. Passt schon. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Das ist mein ich bin gerade komplett überfordert. Es ist unglaublich lange her, dass wir überhaupt Sims 3 gespielt haben. Oder generell was anderes außer die Sims 2. Ich jetzt zumindest, also den ganzen Dezember, eigentlich seit November, glaube ich, nicht mehr, habe ich die Sims 3 gespielt. Also privat schon, aber nicht das Let's Play-technische Sims 3. Ende vom Lied, worauf ich hinaus wollte, ist, boah, ich bin so unstrukturiert, ne? Das geht gar nicht. Nein. Worauf ich hinaus wollte, so, ist, ich möchte ganz gerne die, wir gehen die Objekte abgeben. Tschüss. Ich möchte ganz gerne tatsächlich, ich möchte ganz gerne, so, fange ich von vorne an, umziehen, ja. Also ich möchte nicht, also unbedingt, also ich finde es ja eigentlich ganz gut. Die Sache, was mich hier ein bisschen aufregt, ist einfach dieses Geruckel. Und wir haben hier, um echt zu sein, auch nicht viel erlebt, als dass ich irgendwie sagen könnte, irgendwas hält uns. Also eigentlich müssen wir noch für viel nachholen. Aber hier ist halt jetzt nicht so, als würde ich sagen, wir müssen hier unbedingt bleiben, weil wir das und das nicht gemacht haben. Oder gerade weil wir das hier gemacht haben. Was ich eventuell machen wollen würde, ist diese Tauchplätze halt erkunden. Ach, guck mal, hier ist doch das Haus, was ich gebaut hatte, ne? Oh, tatsächlich, das ist ja auf so einer einsamen Insel, das wusste ich gar nicht. Und vor allem, das sieht ja schrecklich aus, ey. Textur ist auf jeden Fall nicht da. Ist ein sehr großes Haus, fällt mir gerade auf. Ja, ich weiß nicht, also wir könnten theoretisch unser Haus halt nehmen und woanders hinziehen, so mit dem ganzen Grundstück. Aber ich weiß nicht, ich möchte halt ganz gerne diese Tauchgrundstücke
schon irgendwie miterleben. Aber irgendwie ist das hier nicht so mit... Stopp. Warum? Ach, du bist noch gar nicht da. Oh Mann, Leute. Huh? Oh mein Gott, kommst du bitte nach Hause? Du krepierst ja hier fast. Weil es ist nicht so unbedingt mein Ziel, um echt zu sein. Und zurück mit dem ganzen Geruckel. Ja, also wie gesagt, ich hätte eigentlich schon ganz Lust, hier noch ein bisschen was zu erleben. Aber wie ihr seht, das ruckelt halt unglaublich. Es gibt eine abgedatete Variante von Isla Paradiso. Das habe ich mitbekommen letztens. Ich habe vergessen, wo ich das gesehen habe. Und ich könnte theoretisch diese Map installieren, dass ich keine Lags mehr habe. Aber wer bist du? Hä? Wer hat ihn reingelassen? Judy? Kannst du bitte gehen? Ach, lol. Nee, hä? Stopp! Kannst du bitte gehen? Der kriegt erstmal hier Ärger. Okay, doch, benutzen. Oh, oh, es ist Vollmond. Oh, war ja klar, ey. Ah, nee, 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 nicht risikoreiches. Könnt ihr bitte jetzt... Na los. Los geht's, 2019 wird hier richtig auf eine ganz spezielle Art und Weise gestartet. Im Werwolf-Zustand, in einem All-in-One-Klo. Huch. Los geht's. So, dann erfüllt sich der Wunsch wenigstens. Dann haben wir das auch hinter uns. Dann kann ich nämlich den nächsten Wunsch reinpacken. Das klingt super eklig. Guck mal, dann kannst du das auch direkt säubern. Und dann gucke ich mal, dass ich jetzt hier irgendwie, ey, der ist immer noch hier. Der soll mal gehen. Wer hat ihn reingelassen? Was ist denn falsch mit dir? Du sollst gehen. Domingo Owens, okay. Reset Sim Domingo Owens. Tschüss. Das war's. Never ever again a paparazzi in my house. So, dir geht's auch mehr als bescheiden. Du bereitest nichts zu. Du isst einfach schnell einen Snack. Und dann machen wir, dass du direkt... Ach, du hast einen Kaffee getrunken. Ach, Mensch.
Ach Mensch, was soll denn das? Was bist du eigentlich? Level 7 noch, okay. Wir sind Level auch 7. Okay, sie geht schlafen auf jeden Fall. Ah nee, du bist noch hier. Ach stopp, oh verdammte Hacke. Du musst leider nach Hause. Du machst dann zu Hause Hausaufgaben. Oh Gott, ich habe das Kind total vergessen. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es ist eine sehr chaotische Folge. Ich vergesse einfach die Kleine hier. Oh, hallo. Nein, ich will nicht nach Ägypten. Was ist das? Stopp. Stopp, nicht nach Hause. Was ist das? Sammel das ein. Sammel den Riesenmeteoriten. Ja, wir haben einfach einen Riesenmeteoriten gesammelt. Ist kein Ding. Finden wir noch andere Dinge? Nein, okay, komm, wir müssen Hausaufgaben machen und müssen langsam nach Hause. Komm jetzt. Was ist passiert? Bin ich doof? Oh mein Gott. Wir haben ihren Geburtstag vergessen. Sie feiert gerade allen Ernstes alleine. Sie feiert gerade allen Ernstes alleine, mitten in der Nacht bei Vollmond, irgendwo auf der Insel, ihren Geburtstag. Alleine. Ich wollte nochmal sagen, sie feiert ihn alleine, ne, Leute? Leonie ist nun ein Teenager. In diesem Alter spielen bekanntlich die Hormone ein wenig verrückt. Und es ist nicht leicht, sein Leben zu meistern. Obwohl die Schulnoten nach wie vor eine große Rolle für die Zukunft von Leonie spielen, kann sie einen Teilzeitjob annehmen und schon mal ein wenig Arbeitsluft schnuppern. Da Leonie so fleißig in der Schule ist, darfst du dir ein Merkmal für sie aussuchen. Unglaublich freundlich. Was nehmen wir denn? Oh, wollen wir sie zu einer Bildhauerin machen? Komm, du bist eine begabte Bildhauerin. Nein, ups. Wir müssen das ja reinklicken, so. Bäm. Ja, aber du musst trotzdem nach Hause. Ob du willst und nicht, du musst trotzdem nach Hause. Einen Teilzeitjob können wir ruhig annehmen. Das ist kein Ding, wenn sich das Spiel nicht hier direkt komplett des Todes aufhängen würde. Leonie hat erfolgreich Geburtstag alleine irgendwo im Nirgendwo gefeiert. Ach Mensch, wann wirst du älter? Ach, du hast noch 4 Tage. Das vergessen wir, glaube ich, nicht. Du bist böse, du bist ein böses Kind. Du hast da dein Bett, geh mal deinen bösen Traum haben. Ach Mensch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, das wird ja auf jeden Fall, also das läuft ja schon sehr beschissen. So ist nicht. Wir sind im Taxi, das ist schon mal gut. Dann essen wir schnell noch ein Müsli, würde ich sagen. Hausaufgaben können wir nicht mehr machen, weil das ist halt nicht für uns. Ah, 16.000, 2.000 nur. Sechster. Oh, wir haben voll viel mit dir, hör mal. Wir sind fesselnd, wir sind voll gut. Außerschulische Aktivität? Nee, ist nicht. Den Abschluss, das wird sie auf jeden Fall machen und das Autofahren beibringen. Wir bringen hier sowas von das Autofahren bei, das wird cool. Ah, und da kommt auch schon das Unilama. Das ist natürlich auch sehr gut, dass wir den Krams hier bekommen. Aber jetzt können wir auch reiten. Das ist das, was ich wollte, ja, mit Leonie die ganze Zeit. Das ist sehr, sehr gut. Bevor wir aber irgendwas Doofes machen, gehen wir schnell hier hin und Aussehen ändern. Ja, Ding Dong. Ach, lol, Zombies. Da ist zu, ne? Okay, da ist zu. Unsere Pflanzen sind gesaved. Leonie geht schnell noch ein Müsli essen, danach kümmern wir uns auch um sie. Ist ja kein Ding. Und wir lernen Autofahren, das wird auch cool. Boah, Teenager Life.
Also das heißt, es wird auch demnächst die Nachricht kommen, ja, lass die Teenager allein zu Hause, bla bla bla. Wäre eigentlich mal nicht schlecht, dann haben wir nämlich ein bisschen weniger. Ah nee, überhaupt nicht. Wir müssen uns um die ganzen Tiere mit ihr alleine kümmern. Ist auch nicht so cool. Musst du ein bisschen schneller essen. Ich will hier noch deine Dingens planen. Ach Mensch. Nein, du zerkratzt nichts. Das ist ja total. Nein, außer. Warum wollt ihr alle, dass sie irgendwas macht, was sie nicht machen soll? Wir müssen noch Gitarre üben. Komm, dann kannst du ein bisschen alleine Gitarre üben. Brauchst du für den Job, mein Guter hier. Können wir jetzt bitte. Also, würdest du bitte. Nein. Komm jetzt. Leonie, Aussehen ändern. Auf und davon. Du bist schlafen. Das ist gut. Du bist auch schlafen. Du möchtest ein Star werden? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Also, wie ich vorhin am Anfang des Parts gesagt habe, ne, schreib mir mal bitte in die Kommentare, wie das denn jetzt ist. Wegen. Nein, nicht reden üben. Aussehen ändern. Wie das denn jetzt hier ist bei euch, ob ihr denn wollt, dass wir umziehen oder ob wir noch hier bleiben sollen. Ich würde nämlich schon ganz gerne noch ein bisschen tauchen und sowas machen. Aber das ist ja so ein bisschen. Ne. Na, ihr wisst selber, ne, mit den ganzen Lags und so. Also ich könnte halt gucken, dass ich die andere Version von der Map installiere. Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen. Ja, du siehst aus wie die Mama, um ehrlich zu sein, nur mit dunklen Haaren. Was machen wir denn für eine coole Friese hier? Ich finde die tatsächlich am schönsten. Irgendwie so auch für so Teenager. Wir könnten natürlich auch ein bisschen ausgefallener gehen, aber das finde ich irgendwie. Ja, muss jetzt nicht, ne? Das finde ich auch noch ganz cool eigentlich. Aber, bisschen Werwolf-Charakter hier, bisschen Fee aber auch. So richtig so Bäm. So, also nicht Bäm, aber so Country-Style. Star-Mädchen, irgendwie sowas. Das ist, hat auch was, aber irgendwie. Ich möchte hier halt irgendwie was mit sowas halt in die Richtung geben. Und das finde ich wiederum irgendwie langweilig. Ah. Ich fand das irgendwie schon am coolsten. Aber die hat auch so grünliches Haar, ey. Keine Ahnung, wohin du mit den grünen Haaren willst, ehrlich nicht. Ja, und jetzt wollen wir noch schnell das Outfit anpassen. Outfitplan. Komm, passen wir auch noch an. Und dann passt hier wieder alles. Alltagsoutfit. So. Ich passe das jetzt mal so ein bisschen an Isla Paradiso an, tatsächlich. Den Rock können wir tatsächlich lassen. Und dann machen wir noch irgendwie. Das passt sogar zusammen. Komm, das lassen wir. Und dann geben wir noch andere Schuhe und dann passt das. Oh, das Zimmer müssen wir noch umdekorieren oben. Hä? Ich wollte Schuhe. Danke. So. Wobei, das ist dann wiederum. Das passt schon eher. Ich dachte aber vielleicht wegen dem sowas Rötliches hier so. Mache ich das Braun mal ein bisschen heller. So, dann will ich das aber noch ein bisschen heller machen. So. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Guck mal, dann gehen wir direkt zur Abendkleidung. Das sieht ja grauenvoll aus. Das ändern wir direkt. Oh Gott. Hä, sowas wäre eigentlich auch voll cool.
Aber sie kriegt so ein kurzes Kleidchen. Den Grün finde ich sogar ganz cool. So. Ja, eigentlich könnten wir es schon... Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich es... Also das Grün ist jetzt nicht 1 zu 1, das Grün wieder oben. Aber ich finde es irgendwie cool. Also wenn das so ein anderes Grün ist. Generell finde ich das... Also ich finde es gerade... Es passt halt irgendwie nicht wirklich. Aber irgendwie finde ich es cool. Deswegen lasse ich das. Ja, schlafen kannst du eigentlich. So machen wir mal eine Leggings. Ja, das ist okay. Kannst du drin schlafen. Nee, das geht wiederum nicht. Das ändern wir. Oh, was ist das denn? Kriegst du eine braune Sporthose und ein braunes Oberteil. Ja, das ist okay. Wobei, das ist ein ziemlich... Dann das hier eher. Ja, das passt eher. Das finde ich so schrecklich. Wollen wir dir das hier geben von Into the Future? Eigentlich hat das was, finde ich. Das passt. So, und da gebe ich dir, das weiß ich sogar schon, was du da bekommst. Hatten wir diese, da gibt es diese eine Jacke. Ne, die war hier oben. Da. Und dann kriegst du dazu... Machen wir eine Leggings? Komm, machen wir eine normale Hose. Und dann kriegst du auch dazu diese Boots. Wobei, das passt sogar besser. Auch wenn es Stiefel sind, aber irgendwie, das sieht man halt nicht, deswegen ganz gut. So, und dann sind wir auch schon fertig mit ihr. So, angepasst wurde sie. So, dann gehen wir oben ganz vorbei. Na komm, das Zimmer räume ich jetzt auch noch einmal kurz um. Boah, das ist alles so hell. Also das hier zum Beispiel... Unten hat sie ja auch noch Spielzeug. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Boah, das ist zu hell. Oh, ich finde das Bett so cool. Aber ich finde diese Lampen so grässlich hell. Ey, deswegen Vollmond, ey. Was eine Kacke. So. Das Bett ist schon cool. Also ich finde es wirklich cool. Ist halt Custom-Content, ne? Nee, lassen wir mal. Nee, so ein Elfenbett möchte ich eigentlich nicht. Komm, du bekommst hier so ein Bett. Nee, das passt auch nicht. Das ist auch Custom-Content. Da. Ich möchte kein Custom-Content irgendwie. Und der zerstört es noch mein Spiel oder so. Also es ist zwar sowieso schon drin, das ist mir klar, aber... So ein Prinzessinnenbett hier? Ich sehe halt nichts, weil es komplett überbeleuchtet ist. Komm, lassen wir es erstmal so. Was soll ich jetzt in so ein rosa Bett? Ah, das sieht ganz gut aus eigentlich, tatsächlich. Komm, dann darfst du jetzt einmal kurz duschen gehen. Und dann darfst du auch dein Nickerchen da machen. Oder schlafen, je nachdem. Ja, schlafen trifft eher. So, hat sie jetzt ihr Zimmer da oben. Oh Gott, dem Hund geht's ja mehr als scheiße. Du kannst auch was essen, ne? Ist dir klar. Geh mal was essen, bevor du hier krepierst. Ah, Rückwärtsgang, okay. Kein Ding. Ah, guck mal, dann ist das Gitarrenlevel jetzt hier auch gleich... Gitarrenlevel, so. Auch gleich oben. Finde ich gut. Ja, Gott sei Dank. Was ist das? Wer ist das? Weh, du kommst rein. Also, ich weiß nicht, was ihr für einen Bug da habt, aber...
Oh, das ist leer. Ja, stimmt, das ist ja was krepiert, ne? War doch irgendwie so. So, du gehst eben noch schnell duschen. Du könntest langsam mal aufstehen. Und dir schnell noch einen Snack gönnen. Und an dieser Stelle beende ich auch schon den ersten Part von Die Sims 3 in 2019. Ich bedanke mich bei euch einmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich hoffe, es ist mehr Struktur beim nächsten Mal wieder mit drin. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.